Kommen wir nun zur Installation von Censure Command und Censure Touch Framework. Wir öffnen ein Terminal und prüfen zunächst einmal, ob unser Debian-System, Debian-Distribution auf dem neuesten Stand ist. Passwort für sudo ist developer. Und wir sehen, dass da einiges nachgeladen wird. Wir müssen für Censure Command den Compiler für Ruby installieren. Das Censure Command für den CSS Compiler SAS oder Compass diese Programmiersprache braucht. Dann installieren wir Ruby. Das hätten wir auch mit sudo machen sollen. 13 MB haben wir hoffentlich. Jetzt laden wir uns Censure Command aus dem Web. Das liegt bei censure.com products censure command download. Unser Debian ist ein 32-Bit GNU-Linux-System, also wählen wir die entsprechende Version. Und können unter Umständen einen Kaffee trinken gehen. Wir wechseln in das Downloads-Verzeichnis. Schauen, ob was angekommen ist. Ja. Zunächst entpacken wir das ZIP-Archiv. Das ist passiert. Jetzt setzen wir die Ausführungsrechte. Wenn wir ein ls uns anschauen, ja, das können wir also Linux dort dran, können wir nicht ausführen. Wir ändern dieses. Wir sehen, es ist ausführbar. Jetzt ist wichtig, dass Sie Censure Command nicht unter sudo installieren. Wir verlassen am besten das Terminal. Rufen ein neues auf. Und können hier die ausführbare Datei .run aufrufen mit einem Punkt Slash wird das getan und direkt ohne Blank diesen elendigen langen Namen eintippen. Und die Installation beginnt. Wir können uns hier durch alle Optionen klicken und alles abnicken. Das passt. Das war's. Nun können wir unsere Dateistruktur anlegen. Aber erstmal testen wir, ob Censure tatsächlich aufrufbar ist. Downloads-Ordner findet er uns nicht.
Okay, wir verlassen am besten hier das ganze Terminal, rufen es neu auf. Ja, jetzt geht's. Sie sehen, wir haben einiges an Optionen. Categories, Commands für dieses Tool Censure Command. Als nächstes benötigen wir das Framework von Censure. Das finden wir unter censure.com, Products, Touch, Download. Hier ist es wichtig, dass Sie nicht die kommerzielle Version wählen, sondern die Open Source Version in der GNU GPL Version 3 Lizenz. Das sieht nach einem weiteren Kaffee aus. 55 Megabyte, okay. Wir gehen wieder ins Downloads-Verzeichnis. Dort erwarten wir jetzt das SDK, das Software Development Kit von Censure, und das liegt hier. Das wollen wir entzippen. Das war's. Schauen wir uns an, was hat er gemacht. Touch 2, 3, 1 haben wir als Verzeichnis. Und nun können wir unsere Projektstruktur anlegen. Wir gehen nach Touch 2, 3, 1. Und generieren nun unser erstes Censure Touch Projekt. Dazu tippen wir ein Censure SDK, den Pfad zum SDK, dann die Anweisung Generate App, unseren App-Namen und den Pfad zum App. Passiert einiges, hoffentlich nur Gutes. Okay. Wir rufen jetzt einen eigenen Webserver von Censure Command auf mit Censure Web Start. Dazu wechseln wir in das Projektverzeichnis und schreiben entsprechend Censure Web Start. Und in der Hoffnung, dann auf dem Jetty-Server unsere Hello World-App aufrufen zu können. Tippen also Censure Webs Start und Jetty wird gestartet. Wir gehen in unseren Browser. Und schauen unter Localhost.
und dort den Port 1841. Bin beeindruckt. Kurzer Check. Okay, welcome. Alles ganz nett. Ich hoffe, Sie sind auch so weit gekommen.